So, ich grüße euch recht herzlich und ja, wir haben am 29.08. eine Tagesfahrt nach Hamburg mit einer einstündigen Hafenrundfahrt. Diese Woche ist Anmeldeschluss, es kommen doch immer wieder nochmal die Fragen auf und habe mir deswegen gedacht, ich mache einfach nochmal ein kleines Video, Infovideo für die Tagesfahrt nach Hamburg am 29.08.2020. Ja, wie geht's los? Genau, wir fahren am 29.08., wie schon gesagt, 2020 gegen 6 Uhr von unserem Betriebshof von Reisedienst Filtert und Reusch GmbH los. Wir müssen dann sehen, wo wir dann noch anhalten. Aktuell die Anmeldezahlen sagen dann, dass wir einmal in Lendringsen anhalten und einmal in Hemer und einmal am Iserlohner Stadtbahnhof. Vorausgesetzt ist, dass wir die Mindestteilnehmerzahl erreichen. Es haben sich schon zahlreichend Leute entschieden mitzufahren. Dafür auch schon mal danke. Aber die Mindestteilnehmerzahl ist noch nicht ganz erreicht. Also deswegen, wenn ihr überlegt es euch nochmal, bis Sonntag habt ihr Zeit, euch anzumelden. Ja, gut, so nachdem wir dann die ganzen Zustiege angefahren haben, begeben wir uns dann auf den direkten Weg Richtung A1. Wir werden voraussichtlich dann in Schwerte auf die Autobahn fahren, auf die A1 Richtung Norden. Fahren erstmal dann zielstrebig bis Dammerberge voraussichtlich durch. Da werden wir dann eine Pause machen und ja, eine größere Pause, weil ich muss ja in der Zeit dann auch 45 Minuten Pause machen. Und danach wird die dann die Pause absolviert haben. Übrigens, der Mund- und Nasenschutz müsst ihr nur beim Ein- und Ausstieg tragen und die Hände beim einzeln eintreten, einmal die Hände desinfizieren. Beim Platz dann dürft ihr die Maske wieder abnehmen. Die Frage kommt doch immer wieder mal, also wisst ihr Bescheid. So, dann werden wir kurz vor Hamburg, wie wir durchkommen, vielleicht auch noch mal eine ganz kleine Pause machen von 15 Minuten. Das entscheide ich dann allerdings kurzfristig. Wie gesagt, wir haben ja auch für euch in Hamburg dann eine einstündige Hafenrundfahrt reserviert. Und die warten ja natürlich danach auf uns. Ja, wer Hamburg schon kennt, der wird dann das wahrscheinlich kennen. Wir werden dann in Hamburg an der Helgoländer Allee parken. Das ist genau zwischen den Landungsbrücken und der Reeperbahn. Wir werden dann zusammen als Gruppe Richtung Landungsbrücke gehen. Ich werde euch dann anmelden bei der Firma Barkassenmeier. Dort haben wir dann für euch dann die Hafenrundfahrt, die einstündige, reserviert. Die werden uns dann sagen, zu welcher Brücke wir müssen. Meistens ist es, glaube ich, die 1, aber ich muss jetzt lügen. Manchmal auch fahren wir dann doch von der 6. Da will ich euch jetzt nichts Falsches sagen. Ja, dann wie gesagt, eine Stunde fahrt ihr dann durch den Hamburger Hafen. Es wird auf dem Schiff auch jemand euch alles erklären. Ob die Hafen, die Speicherstadt dabei ist, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Es kommt auch immer darauf an, wie hoch das Wasser ist. Und ja, danach habt ihr dann zur freien Verfügung. Ich arbeite dann nochmal für euch dann aus, dann kriegt ihr von mir auch eine Info, wie ihr dann in die Hamburger City kommt, weil ich darf da nicht fahren. Ich muss mindestens 9 Stunden Ruhezeit nachweisen, das heißt, ich darf den Bus nicht fahren. Für mich wird vor Ort, habe ich dann auch schon ein Zimmer gebucht, damit ich mich dann frisch machen kann und natürlich auch ein kleines Nickerchen machen kann. Aber keine Angst, ich werde euch das dann genau ausarbeiten, wie ihr in die Hamburger City kommt. Ihr könnt auch dann die Landungsbrücken, da könnt ihr dann auch vielleicht noch schön zu Mittag essen. Da habe ich auch ein paar Empfehlungen für euch, wie die Geschmackslage es zulässt bei euch. Ist alles kein Problem.
Und danach könnt ihr dann auch wunderbar Richtung Fischmarkt gehen. Es findet aber kein Fischmarkt statt. A, findet der immer nur sonntags morgens statt und durch die aktuelle Situation ist der auch im Moment gesperrt, beziehungsweise dieser Markt, der findet im Moment noch nicht statt. Wann das wieder stattfindet, ja, Fragezeichen. Gut, ja, von da aus könnt ihr dann auch wunderbar zur Reeperbahn gehen, könnt ihr euch auch alles mal ansehen. Reeperbahn bei Tag ist ja auch mal ganz nett. Und ja, gegen 22 Uhr fahren wir dann wieder von dem Platz ab, wo ich euch rausgelassen habe. Und gegen 22 Uhr fahren wir dann wieder Richtung Heimat. Auch da machen wir dann einmal kurz eine Pause von ja, guten 45 Minuten und fahren dann die Zustiegstellen, fahren wir dann so wieder an und ihr dürft dann den Bus verlassen. Werden voraussichtlich so gegen 5, ich rechne mal 5 Stunden, 4, 5 Uhr werden wir dann wieder in der Heimat sein und ja, hoffe, dass ihr dann zufrieden wart. So, wer jetzt noch Fragen hat diesbezüglich, kann mich gerne noch anschreiben. Den Flyer werde ich jetzt gleich an dem Video dranhängen, da könnt ihr euch dann nochmal durchlesen, wenn ihr möchtet. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn noch so ein paar Buchungen kämen, damit wir die Fahrt auch durchführen können, dass die Leute, die jetzt gebucht haben, auch auf ihre Kosten kommen. Hamburg ist immer eine Reise wert. Übrigens, wir bieten auch in diesem Jahr auch nochmal eine 2-Tages-Fahrt nach Hamburg an, aber da gibt es die Infos dann später. Ansonsten geht einfach mal auf meine Webseite www.derfreundlichebusfahrerchristian.de. In der Rubrik Reiseprogramm, da seht ihr alle Fahrten, die wir anbieten, Tagesfahrten und auch Mehrtagesfahrten. Und ja, wie gesagt, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, einfach fragen, kein Problem. Meine Daten habt ihr ja hoffentlich. Ansonsten steht auch alles auf meiner Webseite oder auch auf meiner Facebook-Seite. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns und sagen, ich würde mich freuen, wenn wir uns am 29.08. dann im Reisebus sehen. Macht's gut. Tschüss.